Und damit einen wunderschönen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Silent Hill. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, wir befinden uns immer noch in der Highschool oder in der Irgendwas-Schule und schauen mal, was uns nun hier in dieser wunderschönen Schule erwartet. Karte war Dreieck. Ich krieg die Steuerung irgendwie nicht rein. Ich bin einfach zu blöd dafür. So, gehen wir jetzt mal ganz easy peasy hier durch. Ist aber abgeschlossen. Okay, wie kommen wir jetzt weiter? Da ist abgeschlossen, da ist abgeschlossen. Das heißt, wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt hier durch den Schulhof laufen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Mach das auf! Oh mein Gott! Nein! Was habe ich jetzt gedrückt? Ich weiß nicht, ob die Gegner spawnen, das ist das Problem. Aber wir können ja mal probieren zu kämpfen. Lass mich los! Stirb! Ah! Bring es um! So, ins Gesicht. Ah, das Schloss klemmt. Die Tür kann nicht... Oh, kann alles nicht geöffnet werden. Wieso? Jetzt lass mich doch mal irgendwo durch. Oh Gott, Treppen. Ich fange jetzt ganz hinten an. Die Stange da hinten sieht aus, als könnte man sie benutzen. Okay, ist aber anscheinend wirklich gar nichts. Och nö. Obwohl, ich muss ja gucken, ne? Oh, fall mich doch nicht immer an und dann immer zwischen die Beine. Das macht man nicht. Es ist herrlich. Aber das Klo sieht genauso aus wie das eben. Aber mal eine andere Sache. War eben in dem Mädchenklo auch ein Standpissoir? Das müssen wir jetzt noch einmal kurz abchecken. Nee, doch nicht. Okay. Ich wollte schon sagen, es hätte mir ein bisschen Sorgen gemacht. Okay, das Schloss klemmt. Hier noch irgendwelche Türen. Da hinten, mal kurz auf der Karte gucken. Ach so, das ist die... Ah, okay, kann man die denn von hier öffnen? Ah, nice. Kleiner Shortcut. So, Mädchenklo, dies Klo, das Klo, Teacher's Room. Auch zu. Es beruhigt mich ja schon mal, dass die Türen hier alle zu sind. Okay, das ist auch dicht. Wollen wir dann mal in den Keller gehen oder... Wenn ich da jetzt runtergehe, wo komme ich denn da überhaupt raus? Hä? Nichts drin. Ach so, das ist so ein Schuppen. Ja, dann können wir eigentlich nur nach oben gehen, ne? Ach du Scheiße. Och nö. Hä? Ach so. Ja, ich wollte gerade schon sagen, alles gut. Können wir denn hier durch? Ah, alles klar.
Es ist komisch, dass hier wirklich nichts ist. So, hier haben wir wieder ein Mädchenklo und ein Jungsklo. Okay, ist nicht mehr abgeschlossen. Wunderbar. Okay. Oh, lass mich los. Wir müssen uns einmal heilen. Vielleicht sogar zweimal. Und diesmal schieße ich. Tritt drauf. So. Ich glaube, mit der Pistole ist das schon etwas besser, hier klarzukommen. Dann gehe ich jetzt mal hier lang. Ein Piano. Lässt sich nicht öffnen, sieht aber trotzdem nicht abgeschlossen aus. Aha. Es ist in Blut geschrieben. Geschichte von Vögeln ohne Stimme. Zuerst flog der gierige Pelikan, erpicht auf die Belohnung, weiße Flügel flatternd. Dann kam eine stille Taube und flog weiter als der Pelikan, so weit wie sie konnte. Ein Rabe fliegt herbei, höher fliegend als die Taube, einfach um zu zeigen, dass er es kann. Ein Schwarm gleitet heran, um eine friedliche Stille zu finden, gleich bei einem anderen Vogel. Zum Schluss kommt eine Krähe hinzu, die schnell zum Stehen kommt. Erst gähnt und dann einnickt. Wer wird den Weg zeigen? Wer wird der Schlüssel sein? Wer wird zu der silbernen Belohnung führen? Das weiß ich nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Piano und da werden wir wahrscheinlich früher oder später irgendwas drauf spielen müssen. Sonst würde das hier nicht stehen. So. Piano. Okay, das hat er sogar markiert. Bloß eine Katze. Ach, die kann sogar Türen öffnen. Oh! Das war's mit der Katze. Nichts drin. Really? Ja toll, und was hat mir das jetzt gebracht? Gar nichts. Ach komm schon, hier muss doch irgendwas sein. Rennen und Spielen im Umkleideraum ist verboten, ja. Ich renne trotzdem, haha. Kriege ich jetzt einen Schulverweis? Ah, die Katze ist tot, das ist ja mega traurig. So, wir gucken mal gerade eben. Fragezeichen, warum im Lockerroom Fragezeichen? Boah, weißt du was? Drei Stück, Alter! Fick dich! Ja, du mich auch! Tritt drauf, Harry! Harry!
Los, Harry! So. Okay. Aber was genau bringt mir das denn jetzt, wenn ich... Hä, was ist denn in dem Locker-Room? Ja, komm, dann nimm halt Verbandskasten. Herrgott nochmal. Irgendwas muss doch hier drin sein. Nichts drin. Wenn ich das Licht ausmache... Das ist aber komisch. Vielleicht muss ich da irgendwas reinpacken oder so. Das kann auch sein. War ich hier schon drin? Nee. Ey, das ist unglaublich, ne? Wie hier einfach nichts ist? Ganz viele Bücher. Keine brauchbaren Bücher. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Was war das für ein scheiß Geräusch? Kann ich das wegschieben oder sowas? Nee. Hä, was ist denn das für ein Geräusch? Okay. Mir muss doch mal ein Buch dabei sein, was du irgendwie brauchst oder so. Aber hier ist ja wirklich gar nichts. Ich guck noch mal auf die Karte. Ja, das war aber anscheinend echt nur so ein random Geräusch. So, Chemistry Lab und Lab Equipment Room. Da wird's doch 100 pro irgendwas geben. Hoffe ich zumindest. Aha, was ist das? Eine riesige Hand. Skulptur der Hand eines alten Mannes. Mit festgeballter Faust, als ob er niemals loslassen wollte, sollte, wie auch immer. Okay, da müssen wir wahrscheinlich irgendwas draufkippen, ne? Säure oder sowas? Destilliertes Wasser. Das brauche ich doch 100 pro. Chemikalie, siehst du. Sonst noch was? Glukose. Er kennt sich ja wirklich gut aus mit Chemie. Durch. Kann ich vielleicht die Chemikalie bei ihm auf die Hand kippen oder sowas? Probieren das mal aus.
Select. Steht denn da? Etikett steht, Salzsäure. Okay, die Hand verschwindet einfach. Goldmedaillon, das nehmen wir natürlich mit. Aber wofür ich das jetzt genau brauche, weiß ich gar nicht. Für das Piano vielleicht? Oh, jetzt komme ich schon wieder. Drei Monster, Alter. Ja! Nicht immer in meinen Schritt, Alter. Was ist denn los bei dir? So, da waren wir schon. Ja, jetzt ist die Frage. Statue of Hand, das haben wir schon gemacht. Piano oder der Locker Room? Vielleicht müssen wir ja das Medaillon sogar in den Locker packen. Und oben ist nur das Dach. Rezeption vielleicht? Keine Ahnung, ich gehe jetzt erstmal aufs Dach, wenn das möglich ist. Schloss klemmt. Okay, dann müssen wir jetzt irgendwas mit dem Medaillon machen. Oder ich habe irgendwas übersehen. Piano Locker Room. Ist das Einzige, was ich hier noch machen kann? Gucken, ob ich das hier irgendwo einsetzen kann oder so. Warte mal, was stand da gerade? Das Bild eines Uhrenturms. Ach so, okay. Boah, wo hatten wir den denn gesehen? Clock Tower, stimmt. Da unten. Ja, dann gehen wir da mal hin. Jetzt weiß ich nur gar nicht, wie ich da hinkomme. Das heißt, ich müsste jetzt runtergehen und dann komme ich da ja, glaube ich, schon hin. Ne, nur das ist alles abgeschlossen. Oder obwohl, von der Seite dürfte ich das ja eigentlich öffnen können, ne? Hoffe ich zumindest. Schließen wir sowieso allgemein mal auf. Oh, Junge, lass mich los. So, hast du jetzt davon, Arschloch. So, ist nicht mehr abgeschlossen. Ins Gesicht. So, jetzt haben wir beide Türen aufgeschlossen. Wir gehen jetzt mal hier durch. Genau, da raus und dann müsste ja da schon der Clock Tower sein. Wie? Ach, okay, wir brauchen zwei. Goldene Sonne. Ja, jetzt habe ich ein Geräusch gehört, aber wo kriege ich denn jetzt das andere Medaillon her? Ach, guck mal, da oben waren wir auch noch nicht, ne? Oh, und da sind ja auch noch Klassenräume, wo ich noch gar nicht drin war. Ah, Moment, Moment. Da gehen wir eben noch hin. Checken das ja aber auch mal kurz. Da kommen wir tatsächlich auch durch. Hä? Schloss klemmt. Okay, irgend so ein komischer Geist, mit dem ich nichts machen kann.
Ja. Nee, bin ich jetzt... Oh! Steuerung! Ist aber die richtige Richtung. Da muss ja 100 pro noch irgendein Medaillon drin sein hier. Schloss Klemm kann nicht geöffnet werden. Vielleicht hier in den Klassenräumen noch. Interessanter Gegner. Ich kann da gar nichts mitmachen. Okay, aber hä? Warum drücke ich denn immer die falsche Taste? Wo war ich denn jetzt noch nicht? Hat das vielleicht was mit dem Locker Room zu tun? Ich bin mir nicht ganz genau sicher. Statue of Hand haben wir schon gemacht. Ja, auf den Roof oder auf das Roof komme ich ja nicht drauf. Vielleicht außerhalb der Schule, der Boiler Room und so, da waren wir auch noch nicht drin. Maybe ist ja was im Keller. Ist jetzt noch die einzige Möglichkeit, die ich hier sehe. Ja. Nichts passiert. Okay, die sind alle zu fest zu und wir können da wohl nichts dran machen. Scheint kaputt zu sein. Es ist auch schon wieder so ein Raum, ey. Dann brauchen wir Strom. Klemmt. Nichts drin. Ja, toll. Ernsthaft? Wir können nichts machen. Ha. Ja, toll. Dann weiß ich jetzt aber auch nicht, was geht. Keine Ahnung. Da müssen wir jetzt erstmal rausfinden. Wo genau ich denn dieses silberne Medaillon überhaupt herbekomme. Ich habe gerade wirklich keine Ahnung. Wir werden aber jetzt erstmal speichern. Ich glaube, hier konnten wir doch speichern. Irgendwo konnten wir doch speichern. Wo konnten wir speichern? Ist das nicht markiert auf der Karte? Ich meine doch hier in der Rezeption. Oder warte mal, Moment. Wir hatten ja hier die Zettel. Gut geschrieben, Alchemielabor. Ah, okay, okay, okay. Alchemielabor haben wir schon. Dunkelheit, die erstickende Hitze bringt. Flammen besiegen das Schweigen und wecken die hungrige Bestie. Die Tür der Zeit öffnen, um Beute zu locken. Dunkelheit, die erstickende Hitze bringt. Feuer kann ich jetzt aber auch nicht machen. Ein Ort mit Sang und Klang. Ein silberner Wegweiser ist ungenutzt, in verschollenen Sprachen erwacht beim verfügten Befehl. Ein Ort mit Sang und Klang. Gibt's hier einen Musikraum? Ach, Moment! Das muss ja dann das Piano sein, oder nicht? Ja, und der Locker Room, das wird wahrscheinlich das mit dieser Dunkelheit sein, ne? Aber wenn ich das Licht da ausmache, kann ich ja den Locker gar nicht öffnen. Na gut, komm, ich würde sagen, wir schauen uns das in der nächsten Folge von Silent Hill an. Ich glaube, ich kann hier irgendwo, konnte ich doch, verdammt nochmal, wo konnte ich denn hier nochmal speichern? Bin ich jetzt doof? Irgendwo konnte ich doch speichern.
Ah, hier. Okay. Gut, dann würde ich sagen, speichern wir hier an dieser Stelle, sehen uns dann in der nächsten Folge von Silent Hill wieder und dann schauen wir mal, ob wir dem Rätsel auf die Spur kommen oder ob wir hier noch weiter rumirren. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, aber es deutet ja wirklich alles darauf hin, dass wir zum Musikroom müssen, ein Raum mit Sang und Klang. Nur das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie genau ich dieses Piano aufkriege. Vielleicht ist es ja jetzt auch aufgegangen, wo wir das Medaillon in den Clock Tower gepackt haben. Es kann alles gut sein, ich habe keine Ahnung. Das werden wir auf jeden Fall abchecken und sehen uns dann in der nächsten Folge von Silent Hill wieder zurück. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen da lassen, in die Kommentare schreiben und beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Peace, bis dann und haut da rein.